Spirulina, das Lebensmittel, das dem Menschen am besten bekommt, das heißt auch keine Unverträglichkeiten auslöst, das heißt die höchste Nährstoffdichte auf, die kleinste, auf das kleinste Volumen. Hallo und herzlich willkommen bei Welt der Gesundheit TV. Schön, dass du mit dabei bist. Wir zaubern heute einen Spirulina-Salat, habe ich gehört. Und das ist tatsächlich etwas, was ich noch nie probiert habe, lieber Tobias. Ja, dann wird es heute das erste Mal. Bin gespannt, ob er dir schmeckt. Das ist immer was Ungewöhnliches vom Ausschlag. Richtig. Und viele vermissen ja beim Spirulina dann wirklich die Sättigung. Und hier haben wir eins der, oder besser gesagt, die eiweißreichste Pflanze der Welt. 70% Eiweiß. Und da haben wir sehr, sehr viele Aminosäuren, aus denen der Körper dann Sättigungshormone auch bilden kann. Das heißt, dieser Salat mit Spirulina ergänzt ist nicht nur lecker, weil der Spirulina hat ja auch diesen Umami-Geschmack, sondern ist auch sehr, sehr nährstoffreich. Wir haben Biotin, wir haben Q10, wir haben B12, wir haben die Aminosäuren, wir haben gute Fette, wir haben ein echtes Brain Food, also Spirulina ganz besonders wichtig für die Hirngesundheit und wir haben wirklich die Möglichkeit, uns damit ganz viel Chlorophyll in den Körper zu holen. Das stimmt, allerdings. Und man muss aber tatsächlich sagen, dass sowohl bei Spirulina als auch Chlorella, das sind die zwei Algen, die am wenigsten Jod enthalten. Richtig. Also wer Jod aufnehmen möchte, der sollte jetzt nicht ausgerechnet zu Spirulina oder zu Chlorella greifen. Nochmal so nebenbei. Ja. Aber im Salat schmeckt es auch ganz gut. Man kann ja auch noch hier Wakame, Dulse-Algen und Ähnliches dazu. Die haben tatsächlich dann Jod, genau. Genau. Und schön kurz vorher ein bisschen Wasser eingeweicht. Das, ja, habe ich auch oft gemacht. Das ist super lecker, wenn man diesen Algengeschmack mag. Manche mögen es ja nicht so, aber ich stehe da auch drauf. Also ich bin tatsächlich auch nicht so ein Fan davon. Ja. Gut, dann lass uns mal beginnen. Ja. Also ganz simpel, wir haben heute einfach ein paar Sachen zusammengemixt für den Salat. Das schnibbeln wir gleich alles rein. Und wir machen jetzt vorher, und zwar haben wir dein Cashew-Quark. Und da mixen wir das Spirulina jetzt rein. Dann wird es eben so grün. So, es ist auf jeden Fall immer ein Hingucker. So ist es, ja. Gut. Ja, wenn du möchtest, soll ich mit dem Gemüse anfangen. Genau, wir können schnibbeln, ich würde auch schnibbeln. Ja. Vielleicht du die Tomaten, ich die Christina. Jetzt kommen wir zu einem wunderbaren Fakt, und zwar der Cashewquark, der ist ja mit Narine belebt. Das heißt, ein bestimmter Starterkultur wohnt in diesem Cashewquark und die hilft dabei, Nährstoffe noch tiefer in die Zellen zu transportieren. Wenn ich das jetzt mit Spirulina zusammen kombiniere, dann nimmt die Bioverfügbarkeit von Spirulina, was ohnehin schon eine sehr hohe biologische Wertigkeit hat, noch mehr zu. Und dadurch kann ich wirklich auch zunehmen. Also der Salat, den wir heute jetzt sehen, ist einer ganz nach meinem Geschmack, weil ich mache diese Salate mit den ganz viel Gemüse nicht unbedingt. Ich bin wirklich ein Gorilla-Type. Das heißt, ich esse ganz, ganz viele grüne Blätter. Und die haben wir bisher hier stiefmütterlich behandelt und ziemlich vernachlässigt. Und diesen Salat, den ihr heute seht, das ist wirklich so ein Salat, den ich jeden Tag esse. Und das schon seit Jahren. Und ihr seht, ich habe aufgebaut. Das heißt, fragt euch mal, wieso der Gorilla so viele Muskeln hat. Habt ihr Antworten darauf? Ja, weil er ganz, ganz viel Sprossen und ja, so, eine, so ein Zeugs halt ist. Genau, Microgreens, Babypflanzen und Microgreens, ganz viel Grün. Genau. Richtig. Ja. Ja. Ja, so ein Salat auch mit Spirulina, ich mache mir den, glaube ich, jeden Tag eigentlich. Auch zwei Jahren fast. Ja? Ja, also den echt oft. Und was ich auch gern mache, Silke Leopold hat das mal, da hatte ich es her. Ja, hatte ich auch schon öfter Videos gemacht. Und Gurken einfach so spiralisieren, entweder direkt mit einem Spiralisierer oder man kann auch mit einem Sparschäler einfach. Ja, schälen und dann Spirulina-Pulver einfach drüber und dann ja, kann man es vermengen und durch das Wasser von den Gurken vermengt sich das super gut. Ja, auch super lecker und ist immer so eine schöne Basis, einfach was Grünes zu haben im Salat. Das Spirulina mit den Gurken und dann noch Blattsalate oder dann eben Quark. Ja, wenn ich im Winter warm bin, dann mache ich oft auch Kokosjoghurt selber. Ja. Ja, spannend, spannend. Spirulina ist sowieso eine sehr, sehr spannende Pflanze. Und zwar hat die NASA Spirulina erforscht auf der Suche nach den besten Astronautennahrung. Ah. Das heißt, die Astronauten sollen möglichst wenig essen im All und möglichst eine hohe Nährstoffdichte aufnehmen. Und was hat die NASA herausgefunden? Ja, tatsächlich ist Spirulina das Lebensmittel, das dem Menschen am besten bekommt. Das heißt, auch keine Unverträglichkeiten auslöst. Das heißt, die höchste Nährstoffdichte auf, auf das kleinste Volumen. Das heißt, wenn ihr mal in der Not seid, dann macht's hier wie unser Freund Tobi, dass ihr euch auf Spirulina konzentriert. Und ihr seht auch schon die Farbe. Spirulina ist keine Alge. Da haben viele nicht richtig recherchiert. Es ist ein Cyanobakterium. Genau. Das heißt, ihr seht ja auch dieser Farbstoff.
Das ist wirklich ein sehr, sehr hochwertiges Futter, auch für Tiere. Das heißt, auch die Fische etc., die essen ja diese Mikroalgen oder die Kleinstlebewesen. Und daher haben die ganzen Nährstoffe. Das Omega-3 und Sonstiges ist alles hier drin. Schaut euch das mal an. Da wird der Salat gleich richtig schön werden. Ich habe jetzt schon die Zwiebel und das Knoblauch drunter gemischt, dass es ein bisschen Richtung Tzatziki geht. Hast du was dagegen? Nee, danke. Sehr gern. Dann haben Forscher herausgefunden, okay. Schön, dass du danach fragst. Das ist voll nett. Dann haben Forscher mal geschaut, wie sind die Leute denn drauf, die seit Jahrhunderten Spirulina essen. Und da sind sie in die Region gereist, wo Spirulina ursprünglich herkommt. Und das ist am Tschadsee, da auch wo unsere Spirulina herkommt, nämlich Burkina Faso, Grenzgebiet zum Tschad und tatsächlich auch Grenzgebiet zu Kamerun, also dem Land, wo mein Vater herkommt. Und in diesen Regionen sind die Leute besonders kräftig. Das heißt, kennt ihr die Schwarzen, die ohne, dass sie jemals eine Hand gehoben, einfach so extrem starke Muskeln und so kräftig sind. Habt ihr die schon mal gesehen aus dem Fernsehen oder so? Nö. Doch. Wirklich noch nie Schwarze, gesehen. Die sind noch besser von der Genetik als ich. Das heißt, die haben extrem starke, große Muskeln, weil sie traditionell in ihrer Nahrung immer ganz viel Eiweiß und ganz viel Aminosäuren drin hatten. Und die sind dann zu diesen Völkern gegangen. Das heißt, man nennt diese Leute Ethnologen. Ja, die gehen dann zu den Völkern und gucken, wie essen die. Ja, oder Ethnobiologen oder sonstiges. Das heißt, sie gucken, wie essen die. Und untersuchen dann die Gewohnheiten, die die Leute entwickelt haben und kultiviert haben, wie die das Essen zubereiten. Und die Leute, die am Tschadsee gewohnt haben, diese Afrikaner, die besonders groß und kräftig waren, das war tatsächlich so im Bericht dokumentiert, da wurde natürlich ein großer Bericht gemacht, da stand wirklich, ja, die Leute waren überdurchschnittlich groß, überdurchschnittlich stark. Und was haben die gemacht? Die sind in diesen Tschadsee gegangen und haben diese glibberiges Zeug, die Forscher wussten damals noch gar nicht, dass es das alles nur Spirulina ist, haben gesagt, hey, die essen so ein glibberiges Zeug und werden deswegen besonders stark. Und was wisst ihr, was sie machen? Sie nehmen diese Spirulina, ziehen es aus dem Sumpf oder besser gesagt aus dem See raus, wo es ja ganz, ganz viele Mineralien aufgenommen hat etc. und legen es in die Sonne und haben daraus solche Fladen gemacht. Und diese Fladen halten ihn als Eiweiß, als Eiweißnahrung für den täglichen Bedarf. Das heißt, da haben darauf Sachen draufgelegt, haben es den Kindern gegeben und haben es seit sie gedenken können, so konsumiert. Ähnlich wie die Azteken, die auch Spirulina verwenden. Viele sagen auch auf Hawaii sei die Spirulina besonders gut, aber der Ursprung liegt in Afrika. Und das heißt, wenn ihr das hier mal, hier jetzt haben wir eins aus Deutschland, aber wir haben auch eins aus Burkina Faso. Und zwar aus einer ja, sehr, sehr fairen Quelle, eine Bauernkooperative, die es sehr traditionell herstellt. Das mal probiert, dann werdet ihr mal sehen, was für einen Geschmack das habt, oder? Wollen wir es mal ein bisschen so testen? Habt ihr Lust? Ja, vor allem diese gepressten finde ich auch super lecker, so zum Drüberschwallen. Ja, und die Qualitätsunterschiede sind halt auch ziemlich groß bei Spirulina. Danke, dass du nochmal drauf eingehst. Also das hier ist Rohkost Spirulina, davon gibt es nur zwei Hersteller. Und dieses Rohkost Spirulina wird nicht über 42 Grad erwärmt bei der Trocknung. Und der Hersteller achtet auch sehr viel auf ethisch-moralische Werte in der Herstellung und probiert deswegen die Bauern, die das anbauen, noch optimal auszuzahlen. In Deutschland wird es in einem System hier kultiviert von Akal Food, wo auch ein Doktor dahinter steckt, der das Spirulina studiert hat und eine Doktorarbeit darüber geschrieben hat, der Frank. Frank, liebe Grüße an diese Seite nochmal für deine tolle Arbeit. So, darf ich ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer oder willst du? Ja. Genau. Können wir direkt rein, ne? Ja. Genau, mache ich noch hier dazu. Dann vermische ich das ein bisschen. Dann verteilt sich das besser auf den Salatblättern und benetzt jedes Salatblatt etwas. Salz und Pfeffer haben wir schon öfters vorgestellt, finde hier drunter verlinkt. Wir achten auf spezielles Steinsalz aus Deutschland. Himalaya-Salz ist kein geschützter Begriff und viele verwenden es, ohne zu wissen, dass aus dem Berg gesprengt wird mit Granit und dass es dann tatsächlich kein gutes Salz ist und dass die Verunreinigung und die natürlich auch die strukturelle Veränderung, ja, das heißt die Struktur, die sonst harmonisch ist, dadurch zerstört wird. Ganz anders hier bei unserem tollen, aber schaut euch das mal an, ja, schaut euch das mal an, wie das leuchtet. Und dieses Leuchten ist das, was in eurem Körper dann anfängt, die ganzen biochemischen Prozesse zu steuern. Das heißt, hier ist gespeichertes Licht enthalten. Und wir haben festgestellt, Fritz Albert Popp hat gemessen, dass jede Sekunde in jeder Zelle 100.000 biochemische Prozesse vor sich gehen. Oh, das hat er aber klasse gemacht. Und das muss von irgendwas gesteuert werden. Und wenn da kein Lichtimpuls da ist von der Sonne draußen, müssen wir das über die Nahrung aufnehmen oder besser gesagt beides. Das heißt, das Licht steuert die Zellen und wir haben ja 70 Billionen Zellen, sagen die Forscher. Das ist aber auch jetzt wieder umstritten. Manche sagen auch wieder mehr. Ich glaube, das kann man gar nicht
Kann man gar nicht sagen. Also. Manche sagen auch, wir bestehen aus Gewebschichten, Mesomorph, Endomorph und Exomorph, dass wir eigentlich gar nicht diese, sondern diese Keimblattlehre, welche ich damit schon beschäftigt habe, ist jetzt auch immer mehr im Kommen. Das Knoblauch war schon. Knoblauch vergessen. Ah, ich habe das Knoblauch vergessen. Das Wichtigste. Vielleicht so viel gequatscht. Das, warte, gib mir noch eine Sekunde. Völlig unkonzentriert. Gut, dann erzähl, so du mir was, erzähl du mir was über den Salat. Wieso ist Salat so gut? Die Soße, Chips. Die ist eh schon. Achso, ja, unsere genialen Wirsing-Chips. Ja. Die haben wir letzte Sendung gemacht. Und auch mit Wildkräuter. Die kann man natürlich dann als Topping noch super mit drüber geben. Und wir haben auch noch frische Wildkräuter. Ah ja. Ist ja auch immer für einen Salat perfekt. Genau, so eigentlich besser als der ganze Salat. Ja, ja. Von den Nährstoffen her ganz, ganz wichtig, sie einzubauen. Ja. Gut, dann nehmen wir noch welche von denen. Genau. Kann ich da noch ein bisschen klein machen. Ah, das wird doch wieder klasse hier. Super. Oh, das Dressing ist aber wirklich abgefahren. Also habe ich so auch noch nicht gesehen. Nee. Und wir sehen, die Bakterien von der Narine arbeiten sofort mit dem Spirulina zusammen. Die gehen eine gute Symbiose ein. Und dadurch, dass dann noch mehr bioverfügbare Nährstoffe da sind, wächst die Kultur. Das heißt, die Narine nimmt jetzt an Fahrt auf. Man spricht ja von einer Biodiversität, die nimmt da jetzt auch wieder zu. Das heißt, es bilden sich wieder gute Stämme. Das Cyanobakterium in der Spirulina wird aktiviert. Wenn ihr da auf mikroskopischer Ebene reinscannen könntet, was da jetzt vor sich geht, dann wird ein Feuerwerk von Biophotonen erleben. Licht plus Licht. Ja. Und dann noch die Wildkräuter eben. Oh, stimmt. Und man kann es ja wirklich, ja, Wildkräuter, ich meine hier, es gibt fast das ganze Jahr irgendwas zu sammeln, so Brennnesseln fast immer. Richtig. Und überall, und man muss nicht viel kennen. So ein paar reicht schon, und einfach immer in Salat rein, es ist was ganz anderes als im Supermarkt. Mhm. Das ist, ja, man kann es gar nicht vergleichen, das ist hundertfache, weiß ich nicht. Ja, ja, das ist kein Vergleich einfach. Kein Vergleich. Wobei im Winter oder ab Herbst lohnt es sich dann tatsächlich eher, die Wurzeln zu ernten. Ja. Weil in den Blüten oder in den Blättern dann tatsächlich nicht mehr viele Nährstoffe enthalten sind. Liane hat ein unfassbares Wildkräuterwissen, was mich immer wieder erstaunt, wenn ich hier bin. Und das muss endlich an die Öffentlichkeit. Ich halte mich noch bedeckt. Ich merk's. Ich will ja nicht zu viel vorab verraten. So, damit der Geschmack sich von den Chips auch gleichmäßig verteilt, werde ich die noch mal ein bisschen kleiner machen. Dass es quasi wie so eine, wie so ein Streu, gestreute Chips sind. Ach so. Weil das wird jetzt wirklich mein Mittagessen, ja? Darauf habe ich schon die ganze Zeit gewartet. Dieses Essen ist dann wirklich so, wenn man das mittags isst, hat man eben kein Mittagstief, sondern man hat auch nicht die Suppenkoma, weil die Rohkost ist besser verdaubar. Ja, es gilt ja oft der Mythos, Rohkost sei nicht gut verdaubar. Dabei bringt Rohkost ganz jede Menge Enzyme mit. Enzyme sind keine Helfershelferchen. Was machen Enzyme so im Körper, Leute? Zuständig für die Verdauung. Und ich meine, wenn man eben kocht, so die meisten Enzyme sind dann tot. Genau. Und der Körper muss selber schauen, wie er das Ganze dann verdauen kann. Und so, wenn man es noch roh isst, dann ist alles dabei zum Verdauen. Und dementsprechend geht es auch leichter. Der Körper kann viel mehr aufnehmen. Richtig. Anders ist sozusagen schon die Hälfte. Kannst du rein. Ja. Für die Katz. Ganz genau, ja. Also es ist tatsächlich so. Und wenn man die Verdauung mit Rohkost, also das Essen mit Rohkost startet, umgeht man die sogenannte Verdauungsleukozytose. Verdauungsleukozytose ist ein Phänomen, was auftritt, wenn der Körper gekochte Nahrung zu sich nimmt. Dann nimmt die Zahl an Leukozyten zu. Leukozyten sind weiße Blutkörperchen, also Immunzellen, die ganz klar zeigen und uns signalisieren, aha, es ist wie, als wäre der Körper vergiftet worden. Da gibt es Antonius Donders aus den Niederlanden und andere Forscher, die haben das lange erforscht, die haben festgestellt, je höher ich etwas verarbeite, zum Beispiel frittierte Lebensmittel, aber auch Croissants oder Pommes frites oder am schlimmsten ist gegrilltes Fleisch, erzeugen eine bis zu 700%ige Steigerung an Verdauungsleukozyten. Und das heißt, ein Stress für den Körper, weil der Körper kann nicht mehr erkennen, was ist das gerade gewesen, was ich da bekommen habe. Er kann es nicht mehr dekodieren, weil in der Natur gibt es kein gebratenes Steak oder frittierte Pommes oder eben Chips. Ja. Wow. Krasse Geschichte. Mixen. Mhm. Dann warst du schon, ne? Ganz genau. Und ja, beim Salat, man kann ja unendlich kreativ sein. Also ich finde immer eine Basis halt gut, was Grünes, Gurken, Spirulina, dann eben einen Dip. Ja, das heißt jetzt, dass man den Quark nimmt. Man kann auch, wenn man den Quark jetzt nicht da hat, sich einfach Nüsse mit Wasser mixen. Und ja, Salz, Pfeffer dazu. Ja. Dann passt und dann das. Guckt, was man an Wildkräutern da hat. Richtig.
Ja. Wir können ja mal einen hier durchmischen. Genau, einen können wir mischen, den anderen brauchen, müssen wir fotografieren, weil es ist mal wieder wunderschön geworden. Falls ihr Lust habt, hier mit uns dabei zu sein und das alles vor Ort zu verkostigen, Leute, meldet euch hier drunter an. Wir haben ein paar VIP-Tickets bereitstellen können. Viele von euch haben gefragt, hey, ich würde gerne mal in der Küche dabei sein, ich würde gerne mal die Jana kennenlernen. Ja, ich weiß, das ist eigentlich der Hauptgrund, wieso man dann kommt, um mal einer Jana hier die Augen schauen zu können. Nein, im Ernst, Leute. Ihr könnt dabei sein, ihr kriegt den ganzen Tag mit Verpflegung. Morgens geht los mit Säften, dann mit einer Smoothie Bowl, mittags ein Essen, das Zwischensnack, abends ein Essen. Ihr werdet hier voll genährt rauskommen. Voll genährt, aber trotzdem eine Leichtigkeit verspüren, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist dann nicht, wie wenn man sich sonst an einem Kuchenbuffet voll gegessen hat oder all you can eat beim Theaten oder so. Ja, absolut. Ja, vor allem, ihr könnt den ganzen Tag von früh bis abends immer wieder essen, probieren, schnattern, Fragen stellen, die Rezepte mit uns durchgehen. Und vor allem, ihr müsst nicht mitmachen. Das heißt, das finde ich immer so spannend bei diesen tollen Workshops und so. Ich esse das alles sehr gerne und höre mir das alles gerne an. Aber wirklich jeden Handgriff mitzumachen, dann Tisch decken und dann abräumen und so. Da gönne ich mir manchmal schon gerne ein bisschen Luxus. Also ich wäre da gerne bei dem Publikum dabei. Ich wollte gerade sagen, schade. Ich bin ja vielleicht auch mal ein paar Sendungen. Ja. Wir müssen hier alleine drehen. Super. Ging ja schnell. Einmal wunderschön und einmal so, wie es dann aussieht, im Magen vermixt. Auch noch schön. Ja. Also ihr seht, wie leicht das geht. Deswegen kommt her, probiert es mit uns aus, probiert es zu Hause aus, schreibt uns in die Kommentare, wie es bei euch geschmeckt hat, wie es funktioniert hat. Und, ich bin schon wieder am Essen, gebt uns auf alle Fälle ein Feedback. Ansonsten bleibt dran, schaut die nächste Sendung, immer Sonntag, 16 Uhr, hier auf YouTube bei Bewusst Kochen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.